Hallo und herzlich willkommen, Entschuldigung, zu einer neuen Folge TFT von League of Legends natürlich. Letztes Mal haben wir ziemlich cool gewonnen mit Kyle und Kindred Ulti Combo und viermal Fernkämpfer. Dieses Mal versuchen wir was anderes. Und zwar sind die Elementals am Anfang sehr stark mit den Golem. Und deswegen versuche ich auf Elementals zu gehen. Ich will Shen. Shen ist am Anfang auch super strong. Weil er ist Ninja. Und Ninja am Anfang haben 40% Angriffsschaden. Von Anfang an. Das ist halt super. Das ist halt sehr gut. Klingenmeister ist zum Beispiel Draven und noch andere. Ja, Draven, Aatrox zum Beispiel auch. Und man kann auch ganz gut die künstlich machen. Super. Nobel und Bogenschützen. Wir werden natürlich sehr früh. Also, man bekommt Lissandra ziemlich früh. Cannon ein bisschen später. Und Brand ist quasi. Oder Brand ist der. Der dritte im Bunde. Dann hat man den Buff für Elementals. Und den blauen Golem. Und am Anfang ist es eben sehr stark, also der hat extrem viel Leben. Das ist super. Und ich bekomme einfach keine Items auf einen, aber für sieben oder sechs Typis ist das echt wenig. So, den kommen wir auch noch. Wir können auch Noble 3 zuerst gehen, bevor wir dann auf Elementals gehen. Aber das schauen wir dann, was wir bekommen. Was machen die denn? Okay. Okay, wir haben 1 bekommen. Zum Ritter wird er dann, okay. Level 2, das ist schon mal sehr schön. Das lassen wir jetzt mal. Gut, was... Okay, also ich könnte auch noch ein... Solari machen. Also mit den beiden. Das bedeutet dann eben im Umkreis haben die mehr Rüstung. Das ist natürlich auch sehr schön. Okay, er hat auch schon zwei Level 2er. Ja. Das werden wir verlieren. Na schön. Lissandra. Nobelbuff für den Anfang. Und den Rest sparen wir. Wir können auch einen verkaufen und dann Level up, aber ne. Das würde ich vielleicht machen, wenn wir die erste Runde gewonnen hätten, damit wir in Siegesreihe gehen.
fokussiert schön den Tank. Das ist immer gut. Vielleicht bekommt er den noch. Dann bekomme ich nicht so viel Schaden. Komm, schieß, 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 schieß. Ha. So knapp. So, das wollte ich gar nicht sehen. Das wollte ich nicht sehen. Ist jetzt nicht so gut. So. Wir machen aber die Lulu rein, weil das Ulti von der kann sehr stark sein. Oder ist sehr stark. Aber wenn wir jetzt nochmal verlieren, ist das gar nicht so schlecht. Der hat ja gute Items bekommen. Weil dann kommen wir in der Runde zuerst dran. Der hat ein bisschen Damage bekommen. Ah, ich habe zu wenige. Ja, okay, jetzt vorher. Ich bin gleich dran. Gut, Glacial, also den da habe ich schon. Ich gehe für die Ashe. Warum? Weil sie Glacial ist und Lissandra brauchen wir eh für das Elemental. Und die haben wir aber schon. Und dann haben die beiden noch Synergie mit Glacial. Also haben wir eine Chance auf Stunnen. Und das ist super. Und jetzt? Ah. Gut. Wir können das auch jetzt mal. Warte mal. Und Schutzengel. Wir sparen. Damit wir über 10 bleiben. Der hat schon eine 3 volle Items. Und ich gar keins. Oh, das passt, dann sterben wir hier auch. Beziehungsweise dann verlieren wir hier auch. Haben zum Glück nicht so viel Damage bekommen. Warte, ich will noch kurz schauen, was der hat. Ah, okay. Okay. Wayne? Und ihn. Gut. Dann schauen wir nochmal. Nochmal Rain und nochmal Ashe. Super. Ihn können wir verkaufen. Also das macht Glacial und das andere macht Sorcerer, glaube ich. Da schaue ich noch mal kurz. Rüstung macht Knight, natürlich. Natürlich. So, genau, da verlieren wir auch. Das heißt, unser Losing Streak ist immer noch da. Uiuiui. So, wir brauchen jetzt Cannon. Naja, ich weiß. Ah, ja, okay. Hätten wir zwar jetzt nicht gebraucht. Aber dann holen wir Lissandra rein. Ah, hier ist Cannon. Super. Gut, dann brauchen wir nur noch Brand. Und dann haben wir einen Ultra-Tank.
Was ist das? Assassine? Nee, ich will nicht, dass die vorspringt. Das da Schutzengel und das andere war Hexter, genau. Wow, kein Item. Echt nicht. Wow, danke. Vielen, vielen Dank. Aber daraus könnten wir auch Thornmail bauen. Das ist auch nicht so scheiße. Das ist auch nicht so scheiße. Ja, hier brauchen wir ja gar nichts. Warte, dann bauen wir mal kurz Thornmail. So. Gut, was hat der? Genau. Zwei Assassinen. Das geht auf Wild. Okay. Den könnten wir schnappen. Ja, ich glaube, den schnappen wir. Okay. Das heißt, jetzt haben wir unsere... Ja, nicht ganz versaut. Nicht ganz. Holen wir uns noch einmal den da. Hiervon. Den da. Nobel haben wir. Gut, dann haben wir zwar nicht mehr das Eiswesen, nicht mehr Glacial, aber Lux kann eine. Lux. Ich sage die ganze Zeit zu Ash, sage ich Lux, warum? Also so, also die Ash kann so oder so stunnen. Wenn sie genug Zeit bekommt und genug Mana hat. Ja, das war ein Satz mit nix. Mit nix, mhm. Ah, der hat schon... er ist kurz vor Nidalee 3. Wow. Das ist nicht schlecht. Ash und Wayne. Das ist gut. Nochmal. Und nochmal. Kindred. Entschuldigung, ich muss... wenn sie kommt, dann muss ich sie holen. Weil, es ist ultra gefährlich, sie offen zu lassen. Weil wenn sie offen bleibt, dann können die anderen die auch nehmen. Und das ist nicht gut. Okay, die Tristana ist auch gefährlich. Das verlieren wir auch. Oder? Wie lange ist die denn gestunt? Sehr lange. Gut. Zum Glück hat er die Ash sie fokussiert. Gut, Kindred. Sehr schön, aber wir gehen ja in Richtung Elemental. Das ist natürlich gut, dass der jetzt da ist. Oh, er geht auch auf Brennt. Nein. Meiner. Ja, yeah, wir haben Elemental. Juhu. Mit der hätten wir zwar nur noch eine gebraucht für Level 2, aber wir wollten ja Elemental anschauen. Der da wäre auch attraktiv gewesen wegen der Pfanne. Dann hätten wir einen kostenlosen reinbekommen. Aber darum geht es uns ja nicht. Wen tun wir jetzt stattdessen raus?
gefällt mir nicht ganz, aber. Ah, das dann nervt. Aber jetzt bekommen wir einen fetten Golem dazu. Aber unsere Vayne ist nicht mehr dabei. Aber es sieht doch ganz gut aus. Okay. Ja, der tankt halt extrem viel. Gut, Vayne. Das ist immer sehr schön. Gut, jetzt ist die Vayne wieder dabei. Tauschen wir mal Platz. Assassine, nö. Gunblade, nö. Gut, einmal noch. Noch einmal. Okay. Der ist auch sehr schön. Okay, wenn wir jetzt gewinnen, dann bekommen wir ja automatisch einen dazu. Ulti, sehr schön. Gut. Also Elemental ist am Anfang sehr stark. Genau, jetzt haben wir nämlich für den Sieg plus 1 bekommen und sind wieder auf die 20 hoch. Deswegen bekommen wir jetzt gute Zinsen. Jetzt kommen wieder die Wölfe. Ja. Hier, das ist auch schön. Nochmal Vayne und nochmal Lissandra. Ja, kann sich sehen lassen. Also wir müssen schauen, was wir Richtung Ende machen, weil Late ist es nicht so gut. Also Late Game. Vor allen Dingen, also Brand ist super. Lissandra ist nicht mehr ganz so stark. Lissandra kann man auch gegen Anivia austauschen. So, Items, Items, noch mehr Items. Das ging schnell. Gut, also. Wir haben zur Auswahl. Wir haben eine große Auswahl. Also, die beiden sind super. Das ist Attacks, also das macht halt den Recurve-Bogen. Also mehrere Units angreifen gleichzeitig. Die beiden. Hätte ich auch einfach schauen können, ne? Legendary. So. One shot. Holy shit. Okay. Brand war einfach One shot. Uiuiui. Okay. Ich verstehe. Aber denn das war der Level, also der am Anfang so gut war, ne? Lissandra und Ashe. Okay. Nochmal Kindred. Uiuiui. Sehr sexy. Dann verkaufe ich ihn. Und kaufe sie stattdessen. Wenn ich gewinne, was ich nicht tun werde. Ja, meine Frontline ist nicht gut.
muss ich noch mal ein bisschen umrüsten. Tor ist eine super Frontline. Das ist auch gut. 2, 4, 6. Wir holen uns Braum dazu. Der ist auch super tanky. Und hat nochmal noch Eis dazu. Okay, den besiegen wir jetzt wiederum. Ah, das ist ärgerlich. Wir sind unter 50. Gut, was holen wir uns jetzt? Sejo ist auch super. Wo sind wir? Hier sind wir. Wir holen uns Swain, aber nee, Swain ist weg. Wir holen uns das Item. Ich wollte halt da noch eine extra Figur rein. Mit zweimal Pfannenwender. Radpfannending. Naja, egal. Dann haben wir jetzt ein kostenloses Item. Das geben wir ihm. Zweimal Braum. So, jetzt haben wir halt nichts mehr. das gefällt mir nicht, wenn man gar nichts hat. und der hat auch Kindred. Oje, oje, oje. Und gute Items. Weil Kindred, der greift zu langsam an, zum Glück. Sobald er die Kindred schneller macht, wird es sehr gefährlich. Da muss ich viel. Also, da muss ich die. Ich wollte schon wieder Lux sagen zu Ash. Okay, das schnappe ich ihn jetzt mal weg. Entschuldigung. Bogenschütze und Phantom. Da müssen wir halt nochmal Level aufsteigen, damit wir den einsetzen können. Was hat der? Der wurde auch noch nicht besiegt. Der hat auch. der hat auch. okay, er hat Level 2 plus 1. Also er hat. Viermal Kindred. Warte, das bin ich. Oh nein, ich verliere. Ah, der Endes war wieder der Assassinen-Typ. Der One-Shot-Typ. Uiuiui. Gut, Ash ist dabei. Hier ist niemand dabei. Okay. Ich muss schnell Level aufkommen. Soll Level Up werden. Dann haben wir Kindred drin. Was ist denn los? Nix, ne? Also, ping doch nicht. Sobald Anivia dabei ist, werde ich Lissandra austauschen. Eine Träne habe ich, das ist gut. Aber sonst nichts, das ist nicht gut. Aber Träne plus Desta. Huh. Doppeldamage.
Jetzt spare ich wieder ein bisschen. Also, die werden mir jetzt nicht so viel Damage machen, da, dass es sehr ge gefährlich wird. Also, wir haben 26 Leben noch. Also, ich hoffe, dass die nicht so heftig viel Schaden machen. Wieso muss ich gegen den Stärksten kämpfen? Das ist doch unfair. Ja, und er hat ein Phantom. Oh Mann. Und da hat er auch viermal. Warte, wieso ist es jetzt so knapp? Wieso gewinne ich gegen den? Hä? Ich habe doch nichts geändert. Hat er was geändert? Wahrscheinlich. Weil er macht ja angrenzende Verbündete bekommen mehr Damage, mehr Attack Speed. Hahaha. Ah, der macht mich schon wieder fertig. Oh, uiuiui, okay. Okay, ich hab verstanden. Braun ist immer dabei. Braun ist immer dabei. Wenn dein Leben schwer ist, sprich mit Braun. Soll ich die Ash raustun für Kindred? Ich probier's mal. Nee, die greift zu langsam an. Die greift viel zu langsam an. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen und ihr habt was gelernt dabei. Jo. Bye bye.